Die Zukunft der Arbeit. Die Digitalisierung sorgt für massive Veränderungen am Arbeitsmarkt. Bis 2025, so das Bundesarbeitsministerium, werden rund 1,3 Millionen Arbeitsplätze wegfallen und 2,1 Millionen neue Jobs entstehen. Der technologische Wandel hat uns wirklich voll erfasst. Wenn ich es ignoriere, ist es eine Riesengefahr. Wenn ich es gestalte und begleite, ist es eine Riesenchance. Weiterbildung ist mir sehr wichtig, ja. Also ich finde, dass man einfach an seinen Interessen arbeiten sollte und sich da einfach wirklich Ziele setzen muss. Wir setzen mit der Qualifizierungsoffensive darauf, dass die Beschäftigten von heute die Chance haben, die Arbeit von morgen machen zu können. Schreiner Christoph Makowiecki hat sich zum Fertigungsplaner weitergebildet. In meinem jetzigen Job gefällt mir hauptsächlich dieses innovative Arbeiten. Jedes Bauteil ist anders. Es ist immer eine Herausforderung, das zu bewältigen und einfach auch umzusetzen. Es ist zwar eine ganz andere Schiene, man produziert selber nicht mehr so viel. Die Maschinen machen halt die meiste Arbeit jetzt für einen. Aber dahin zu kommen und einfach dieses technische Know-how umzusetzen, damit der Roboter das fertige Produkt ausspuckt, das ist dann schon wiederum interessant. Für die Weiterbildung habe ich mich jetzt in dem Fall entschieden, weil die ganzen Kundenaufträge werden immer komplexer und das wird alles umfangreicher. Und ich habe einfach gedacht gehabt, für mich persönlich einfach da einen Schritt weiter zu gehen, zu gucken, wo geht die Reise hin. Das war so mein Ziel, sich immer weiterzubilden. Mit dem Qualifizierungschancengesetz fördert Bundesarbeitsminister Hubertus Heil Weiterbildungsmaßnahmen für Beschäftigte. Über 217.000 Menschen sind in geförderter Weiterbildung in Deutschland. Das macht hoffnungsfroh, aber da ist noch Luft nach oben. Weil der Wandel so rasant ist, müssen wir auf breiter Front rangehen. Und zwar nicht nur bei denjenigen, die schon gute Bildungserlebnisse hatten, hochqualifiziert sind, deshalb gerne Weiterbildung machen, sondern in allen Berufssparten. Das Qualifizierungschancengesetz unterstützt Unternehmen mit Zuschüssen zu Lohn- und Weiterbildungskosten von 25 bis 100%, sowie mit Weiterbildungsberatung durch die Arbeitsagentur. Und es hilft Beschäftigten durch einen besseren Zugang und durch einen gesenkten Beitrag zur Arbeitslosenversicherung. In seinem Schreinereibetrieb setzt Frank Ackermann auf Weiterbildung, um den technologischen Wandel zu begleiten. Als ich den Beruf gelernt habe, waren diese Sachen alle noch unvorstellbar. Also da hat mir hier in der Firma noch keine einzige Maschine mit Bildschirm. Das hat unser Handwerk schon ziemlich umgekrempelt. Also die Sachen, die wir bauen, sehen noch ähnlich aus, aber wir machen es auf eine ganz andere Art und Weise. Ich versuche, dass ich ihn mitgestalten kann und dass der technologische Wandel mich nicht vor sich hertreibt. Alles, was wir an Zukunftsfähigkeit erworben haben, geht nicht über die Hardware, sondern über die Fähigkeiten der Mitarbeiter. Die Hardware ist zwar eine notwendige Voraussetzung, aber die allein bringt überhaupt nichts. Es kommt zwar vieles Neues noch dazu, wo man sich mit Sicherheit noch mal die Zähne dran ausbeißen muss und sich einfach ein wenig reinfinden muss, aber ich glaube, dass das schon ein guter Weg ist, den ich eingeschlagen habe. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Das Unternehmen ist wirtschaftlich sehr erfolgreich. Und es hat durch Weiterbildung auch dafür gesorgt, dass die Beschäftigten in diesem Fall auch Schritt halten konnten. Mit dem Qualifizierungschancengesetz haben wir mitgeholfen, dass Unternehmen, die in Weiterbildung investieren, die ihre Fachkräfte sichern, unterstützt werden können, auch aus Mitteln der Bundesagentur für Arbeit. Ich werde aber noch einen Schritt weitergehen. Wir werden im Herbst ein Arbeit-von-Morgen-Gesetz vorlegen. Wir wollen, wenn Unternehmen in grundlegendem Strukturwandel sind, auch auf breiterer Front fördern können. Für alle gilt, wer morgen sicher leben will, muss heute auf Weiterbildung setzen. Mehr Informationen zum Qualifizierungschancengesetz unter hallo-qualifizierung.de.